Guten Morgen. Ich bin gerade im Stall angekommen. Ich habe schon die Pferde gerade gefüttert. Das war Shelly, der ein bisschen genölt hat. Ich gehe jetzt erstmal eine kleine Runde mit Shelly. Und dann fange ich an, die Pferde rauszustellen und mein erstes Pferd zu reiten. Heute habe ich auch ein bisschen mehr zu tun, ein bisschen mehr zu bewegen. Und danach habe ich noch was ganz Cooles vor. Ich fahre zu einer, die sich auf meinen Aufruf gemeldet hat bei Instagram und hol einen Schlitten ab. Denn überall in Hamburg sind Schlitten ausverkauft und es soll ja nochmal schneien. Und unsere Tochter hatte so viel Spaß am letzten Wochenende und wir durften uns dann Schlitten ausleihen. Und wir haben aber keinen und auch unsere Familien, unsere Freunde, niemand hat einen Schlitten. Und überall sind sie ausverkauft und wir haben nirgendwo, wir haben Baumärkte abtelefoniert. Bei eBay Kleinanzeigen ist so ein krasser Schlittenschwarzmarkt entstanden, wo man so richtig ranzige, abgewrackte Schlitten für 180 Euro kaufen kann, wo man sich so denkt, die kosten halt neu nicht mal so viel. Es ist halt mega frech. Wir waren kurz davor, aus den Niederlanden einen zu bestellen. Aber dann hat sich auf meinen Aufruf eine gemeldet und da habe ich mich mega, mega doll gefreut und den hole ich nachher ab. Ich mache Kassierer fertig mit ein bisschen Verspätung. Ich habe gerade erstmal einen schönen Schock am Morgen gehabt. Ich habe, als ich Pferde rausgebracht habe, hatte ich Shelly mit Leine in der Stallgasse. Und eigentlich macht er das auch ganz toll, dass er dann wartet. Dann komme ich wieder in die Stallgasse. Dann war der Hund weg. Da habe ich gerade erstmal schön dreiviertel Stunde lang meinen Hund gesucht. Gott sei Dank haben ihn ein paar sehr, sehr nette Kinder gefunden. Und haben sich fast gedacht, dass er zum Stall gehört. Und ja, so habe ich ihn jetzt wiederbekommen. Und wie stecken eure Pferde aktuell den Fellwechsel weg? Also wenn ich reite, ach, alter Schwede, dann habe ich auf Ziver, ich sehe nach kürzester Zeit aus, schaut euch das mal an, ich sehe nach kürzester Zeit aus, als hätte es geschneit in der Halle. Es ist so übel. Das ist, was ich am meisten hasse daran, dass ich jetzt nicht geschoren habe. Dass ich jetzt tatsächlich Winterfell haben muss. Aber gut, ne? Gibt Schlimmeres. Dafür habe ich ehrlich gesagt, muss ich ganz ehrlich gestehen, Ziva ist immer so ein bisschen anfällig für Hüsterchen in der Übergangsjahreszeit. Erste Jahr nicht geschoren, nicht ein einziges Mal gehustet. In einem Video erzählt, dass Ziva momentan so ein bisschen mein Sorgenkind ist, weil ich finde, dass sie so abbaut. Und ich konnte es mir nicht erklären, weil sie halt auch beim Reiten total gut ist und ansonsten total fit war. Und es hat sich alles wieder normalisiert. Sie sieht wieder normal aus. Sie schläft nicht mehr so viel. Also ich weiß nicht genau, was das war. Also eigentlich, da seht ihr, was ich meine. Eigentlich bin ich hier gerade auf die Anlage geritten. Aber hab da schon gemerkt, hier was richtiges Pulverfass gerade. Nasi, das ist deine Decke. Und das ist das beste Beispiel, warum es gut ist, sie vorher ablaufen zu lassen. Denn sie sieht da ihre Abschlussdecke. Sie kennt das. Sie hat normalerweise vor sowas nicht Angst. Aber jetzt gerade glotzt sie sich daran fest. Und ich muss sagen, ich lasse an solchen Tagen, wo ich, na komm, wo ich merke, dass die Pferde, auch die Älteren, also Cesi und Ziva, dass die einfach einen kleinen Schalk im Nacken haben, da lasse ich die auch ablaufen oder longiere die ab oder so. Ist ja immer so ein bisschen verpönt unter Reitern, so dass man seine erwachsenen Pferde ablongiert oder eben einmal machen lässt. Ich muss aber ganz ehrlich sagen, wenn ich merke, dass mein Pferd unter Spannung steht, so richtig, und einfach mal bocken will und sich einmal ein bisschen auch ohne Reiter bewegen will, bevor wir reiten. Ich habe halt, meine Pferde sind so artig, dass die halt nicht bocken. Aber du merkst, dass die unter Spannung stehen. Das heißt, man kann sowieso nicht anständig mit denen arbeiten. Und ich finde, da bricht sich niemand eine Zacke aus der Krone, wenn er einfach seine Pferde ablaufen lässt oder ablongieren lässt für 5 bis 10 Minuten. Da steigt man auf und die Pferde machen sofort mit. Also zumindest ist das so meine Erfahrung. Und ich habe das jetzt schon ganz häufig gehört, weil ich auf Instagram das auch schon ein, zwei Mal geteilt habe, dass ich meine, auch meine großen Pferde zwischendurch mal ablongiere oder so. Und dann ist er so, ja, Gott sei Dank machst du das auch. Bei mir im Stall lachen mich immer alle aus, wo ich so denke, warum denn? Also es doch, sollte doch im Interesse aller sein, dass man eine schöne Reiteinheit hat, ohne Gefahr und für alle Beteiligten mit viel Spaß. Und wenn das dafür nötig ist, dass die Pferde halt einmal sich kurz bewegen können, dann okay, dann macht's doch.
So, ich stehe immer noch hier in der Halle. Oh, was für ein Wetter. Es hat plötzlich angefangen, total zu wehen, so mega, mega doll. Hier knallen die Türen und alles, obwohl sie eigentlich zu gewesen sind, aber der Wind kriegt es irgendwie auf. Und da hatte ich gerade alle Hände voll zu tun, Ziva hier runter zu reiten, ehrlich gesagt. Die hat sich bei jedem Kram, ist sie dann doch ein bisschen zur Seite gesprungen. Mal gucken, wie die anderen drauf sind. Cesi ist übrigens das meiner Pferde gewesen. Ich weiß nicht, wer von euch mir alles bei Instagram folgt. Wenn ihr mir bei Instagram folgen wollt, dann habe ich den Link dafür in der Infobox. Der Mauke hatte. Ich hatte ja gesagt, eins meiner Pferde hat Mauke. Ich habe noch nie mit Mauke zu tun gehabt und war plötzlich ein bisschen überfordert. Und es ist ja so, dass Mauke etwas ist, was eigentlich von innen kommt und das an den Beinen ist meistens ein Symptom. Ich habe dann einen Aufruf gestartet, damit ihr mir helfen könnt, das Symptom zu bekämpfen, weil ich dachte, vielleicht hat von euch jemand Hausmittel. Und dann wurde mir ganz, ganz häufig Leovet Silbersalbe empfohlen. Das ist gerade unbezahlte Werbung. Und weil die so oft verlinkt worden sind, haben die daraufhin mir die Produkte zukommen lassen, was mega, 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 mega nett war. Das heißt, ich habe die Produkte zugeschickt bekommen, ich habe dafür nichts bezahlt, aber ich werde auch nicht dafür bezahlt, dass ich das hier sage. Die wollten mir einfach nur eine Freude machen, beziehungsweise Cesi eine Freude machen. Und ich muss sagen, ich habe es einmal verwendet. Also ich habe Kernseife benutzt, ich habe noch eine andere Seife benutzt, und zwar so ein Waschsäckchen von, ich glaube, Benson Eike, ich weiß nicht, ob ihr das kennt. Und dann habe ich diese Silbersalbe benutzt und wow, die Beine sind einfach wieder dünn. Und ich glaube, ich habe auch rausgefunden, woran es lag. Es scheint das Müsli gewesen zu sein. Er hat das Müsli nicht vertragen. Hier, das ist die Salbe, von der ich gerade gesprochen habe. Wie gesagt, keine bezahlte Werbung. Ich muss das so immer dazu sagen. Die ist mega, mega gut. Also die funktioniert total gut. Ich bin sehr, 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 sehr zufrieden mit der. Ja, kann ich euch nur empfehlen. Also bei mir hat sie jetzt auch gewirkt. Und bei ganz vielen meiner Follower auf Instagram auch, weil die hat mir es, wie gesagt, empfohlen. So, wir sind fertig. Cesi hat das Wetter gut überstanden, mehr oder weniger. Also auf dem Weg nach oben hat er mich fast umgebracht. Und ja, auf damit. Und jetzt beim Reiten ging es dann tatsächlich, aber auf dem Weg runter, holla die Waldfee. Also ich bin jetzt auch froh, dass ich abgestiegen bin. Mir fällt gerade auf, ich bin heute echt ein bisschen wie so ein bunter Hund geritten. Grün, Bordeaux, braun mit Rosé. Gut, ich bin grau, grün. Also, ich weiß auch nicht. Aber ganz professionell sieht das nicht aus, ne, Cesi? So, jetzt hole ich noch meine Mädels rein. Ich habe gerade entschieden, dass die heute frei haben, weil ich etwas hinter meinem Zeitplan bin. Denn wenn man natürlich zwei Pferde sehr ordentlich reitet, aber auch Ewigkeiten damit zubringt, seinen Hund zu suchen, dann, ja, die gehst du ein Stück nach hinten, ich krieg dich so nicht mit. Dann ist natürlich der, wie gesagt, der Zeitplan ordentlich, ach Gott, ordentlich zerschossen. Komm, Gotti. Und ja, deswegen haben die heute frei, die beiden. Ist aber auch okay. Ach, momentan reite ich auch tatsächlich nur Lotti, das ist schon seit einer Weile so. Es ist schon so, dass, anders als der Herbst, dass ich Lotti echt gut reiten kann und Cosma leider nicht. So, jetzt nochmal in Ruhe. Also ich kümmere mich um Cosma ganz normal, regulär, aber ich reite sie momentan nicht. Ich saß auch tatsächlich erst viermal drauf. Aber es hat nicht ganz so gut geklappt, wie ich es mir gewünscht hätte. Und deswegen haben wir jetzt gesagt, dass erstmal mein Trainer sie reitet. Ich bin damit sehr zufrieden. Für mich ist das völlig in Ordnung, denn meines Erachtens gibt es dafür die Profis, damit die nicht erst zum Tragen kommen in dem Moment, wo ein Amateur sein Pferd verguckt hat. Aber ich muss schon gestehen, dass es eine relativ harte Pille für mich gewesen ist, die ich erstmal schlucken musste. Ich hatte es mir total romantisch vorgestellt. Mein eigenes Pferd, das erste selbstgezogene Pferd. Endlich darf ich reiten. Und dann sitze ich da drauf und
klappt nicht so, wie ich es mir vorgestellt habe. Also verstehe es nicht falsch, es ist nicht so, dass sie mit mir bockt oder irgendwie sowas oder ich Angst vor ihr habe. Gar keinen Fall. Aber ich krieg sie nicht so ganz geritten. Punkt. Fertig. Und es ist tatsächlich für mich ganz schwer gewesen, das mir einzugestehen. Und also nicht mir das einzugestehen, das nicht. Die Entscheidung ist super schnell gefallen. Das war auch gar nicht schlimm. Aber tatsächlich habe ich da ein bisschen dran zu knapsen, weil ich glaube, das kann jeder verstehen. Ich habe mit meinem Trainer auch ganz ehrlich darüber gesprochen und habe gesagt, du, wie ist das? Meinst du, dass ich das Pferd jemals anständig reiten werden kann? Und er ist sehr, sehr zuversichtlich. Er glaubt, das wird ein gutes Pferd für mich. Er kennt ja auch mich, wie ich reite und weiß, was für ein Typ Pferd ich mag. Und ich vertraue da einfach mal auf sein Urteil und aktuell halt. Ich halte einfach nur die Füße still und bin die Knuddeltante, die sich halt ums Knuddeln, Kuscheln, Putzen, Führmaschine, spazieren gehen, longieren, laufen lassen. Ich habe quasi den ganzen Spaßteil, ist ja auch nicht schlimm. Also ich behandle sie wie mein eigenes Pferd, aber ich merke schon tatsächlich, dass es mir ganz schwer fällt, mich emotional weiter auf sie einzulassen. Einfach aus dem Grund, dass ich aktuell noch gar nicht weiß, wo die Reise hingeht. Und natürlich sage, ja, das wird schon, wir kriegen das schon hin. Und auf der anderen Seite denke, und was, wenn nicht? Und das fällt mir dann halt super, super schwer. Ich habe ja von vornherein ganz offen gesagt, ich möchte sie beide behalten, aber sollte ich merken, dass die Chemie nicht stimmt, dann ist es für mich auch völlig in Ordnung, eins zu verkaufen oder beide zu verkaufen, denn es ist mein Hobby und die Pferde haben auch Gefühle und ich möchte halt nicht jeden Tag aufs Pferd aufsteigen und dass das sowohl fürs Pferd als auch für mich irgendwie keine coole Angelegenheit ist. Ja, das heißt, mir fällt das ein bisschen schwer. Also ich gehe davon aus, dass wir es hinkriegen. Trotzdem fällt es mir momentan ein bisschen schwer, Cosma so zu 100% wie mein Pferd zu sehen. Ich kann das ganz schlecht erklären. Es ist nicht, dass ich sie schlechter behandle oder so. Aber ich merke schon, dass ich so mit den anderen so ein bisschen mehr so, wie soll ich sagen, anderen haben alle so einen Spitznamen und ich erlebe ja auch mit den Dingen und das schweißt so ein bisschen zusammen und mit Cosma, da fehlt das halt aktuell noch. Und ich wünsche es mir, dass es klappt. Ich wünsche mir das so sehr und ich denke, wir sind auf einem guten Weg und ich glaube, wenn ich das jetzt richtig verstanden habe, dauert es auch nicht mehr lange, bis ich dann selber wieder aufsteige und wir es nochmal probieren. Und ich sehe auch die Fortschritte unter meinem Trainer und das ist auch alles gut, das ist alles in Ordnung. Aber ja, deswegen seht ihr auch momentan nicht ganz so viel von Cosma, weil ich Cosma nicht viel bewege selber, also außer das, was ich gesagt habe. Ja, so ist das, Jungpferdeausbildung. Gerade wenn man eben kein Profi ist, da muss man auch mal einen sauren Apfel beißen und darf sich nicht selbst verwirklichen. Dafür habe ich dann länger was vom Pferd, hoffe ich. Und sonst halt jemand anderes ein Pferd, was eine ganz tolle Grundausbildung genossen hat. Das heißt, so oder so ist es die Mühe wert und die Zeit wert. Ja, aber ja, genug dazu gesagt, ich muss schnell aufräumen, dann muss ich los.